Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple News wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar mit Easter Egg Painting. Ja, frohe Ostern an dieser Stelle wünsche ich schon mal, ne? Denn hier können wir unsere eigenen Eier bemalen und nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern die Ostereier. Was machen wir denn hier? Wir können uns jetzt hier verschiedene schöne Farben aussuchen, tränken ein Ei in dem Topf damit, ziehen das Ei wieder hinaus, haben das erste Osterei gefärbt. Jetzt gerade mal in Lila. So, der neue Katalog ist da. Was ist das hier? Das ist Werbung, um Gottes Willen. So, Patterns und Glitters. So, wir gucken mal bei Glitters und können hier verschiedene Eierfarben mit dazu nehmen. So, das Problem ist, jetzt habe ich es natürlich komplett verhunzt. Weiß gar nicht, das hätte ich ja auch hier gar nicht erst färben müssen, sondern das sieht echt geil aus, wenn es so eine Farben wirklich geben würde. Haben wir das erste Osterei. Jetzt kommt hier noch ein kleiner lustiger Sticker drauf. Hä? Ach so, sehr lustig. Expressions. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Haha, wie geil. Das ist ja mal eine gute Idee, Freunde. So, und wo können wir unsere eigenen Ostereier gestalten? Gucken wir mal, bei Ribbons gibt es hier noch eine schöne Schleife oben drauf. Die kommt am besten hier oben drüber. Presents. Nee, Geschenkverpackungen brauchen wir nicht. Was gibt's noch Schönes? Ach du. Nee, nee, ich will jetzt hier nicht. Achso, auf Close muss man da unten, wo die Werbung steht. Backgrounds gibt es hier hinten noch ein wenig sowas. Und dann haben wir unser erstes lustiges Osterei, was wir hier teilen können über verschiedene Anbieter. Entweder wir speichern es direkt ab, machen ein Foto davon, liken es on Facebook oder fangen einfach nochmal von vorne an. Das werden wir jetzt nochmal tun. Wenn es dann geht. Halt! Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, mach keine Scheiße. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Na gut, was soll es? Wir suchen uns wieder irgendein Ei aus. Massivwerbung, die Entwickler wollen richtig Geld scheffeln jetzt nochmal damit. So, wir gucken, wir suchen uns jetzt mal das nächste Osterei. Nee, halt, halt. Ah, es ist schon wieder zu spät. Fangen wir nochmal von vorne an. Hat schon nochmal einer ein schwarzes Osterei gehabt? Das machen wir jetzt überhaupt mal. So, das Osterei ist fertig, kommt wieder raus. Ein schwarz gefärbtes Osterei, das ist schon schlecht wahrscheinlich. So, und jetzt machen wir mal hier so ein bisschen. Was haben wir hier bei Pattern? Nee, nee, das wollen wir nicht. Nee, das ist dann doch zu bunt. Muss man das machen, ja? Ah, das ist ja ärgerlich. So, pass mal auf. Wir machen da eine ganz lustige Gestalt draus. Stickers oder Expressions. Wir gucken mal. Seht ihr das? Das Ei hat auf jeden Fall ein lustiges Gesicht bekommen. So, und jetzt gucken wir mal, das ganze Ding kriegt dann noch, was nun? Nein, wir wollen keine Möbeleinrichtung jetzt haben, ist ja furchtbar. So, wir nehmen jetzt hier noch eine schöne Umgebung. Was könnten wir denn hier nehmen? So, dass es auch gut zur Geltung kommt. Ach so, das ist hier mit den Geschenkkörben so, naja, gut. Ziemlich geil. So, und wer Bock hat, schickt dann einfach mal ein paar selbstgestaltete Ostereier als E-Postcard oder per WhatsApp-Bild einfach mal an seine Freunde. Was können wir denn hier jetzt nochmal? Wir können nochmal verändern, wa? Was ist das hier unten? Ach ja, wir können es tatsächlich noch anmalen. Ist ja mal genial. Könnten wir ja mal hier. Doch, warte mal. Halt! Mit Grün. Eine selbstgemachte Fliegerbrille, eine Ray-Ban noch aufgesetzt, auch wenn es nicht sonderlich hübsch ist. Und wir können ja noch mal hier eins machen. Dann kriegt es gleich noch einen schwarzen Zahn. Ja, ein bisschen groß der Daumen, da sieht das nicht ganz so gut aus. Ja, aber wer Bock hat, hier seine eigenen Ostereier zu gestalten, ist recht herzlich eingeladen dazu. Und ich kann bloß sagen, es ist sehr interessant, das Spiel. Und ladet euch die App einfach kostenlos im Play Store herunter. Für die kleinen Kinder auf jeden Fall ein Spaß wert. Easter Egg Painting. Braucht ihr keine echten Eier färben und könnt immer wieder von vorne anfangen. Und könnt sogar an eure Facebook-Freunde oder WhatsApp-Kontakte weiterschicken. Viel Spaß mit der App. Wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen und frohe Ostern.